Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 in der Dia de los Muertos Challenge. Wir haben hier einen kleinen Familientreff, da Annika, die Mutter von der Anne Marie, netterweise ausgezeichnete Veggie-Burger gemacht hat. Oh. Nee, nicht weglegen. Wenn, dann bitte einen nehmen. Aber eigentlich bist du müde. Hoppla. Ach so, die gehören mir nicht. Die hat ja Annika gemacht, deswegen kann ich die nicht weglegen. Okay, dann wäre das auch geklärt. So, danach darfst du dich nochmal wieder hinlegen, Anne-Marie. Ach, 3 Tage bis zur Arbeit, das ist ja perfekt. Er hat noch 2 Tage bis zur Arbeit. Ist er fertig mit seinem Buch? Hat er überhaupt eins geschrieben? Nö. Okay. Aber duschen darf er mal. Ah, kann's mal verbessern und anschließend kann er gleich mal eine Dusche nehmen. So, wen haben wir denn noch? Er hat Hunger. Dann könnte er eigentlich hier auch ein Gericht nehmen. Bevor die schlecht werden. Das wäre nämlich schade drum. Die haben schließlich eine ausgezeichnete Qualität. Niki ist eine Romantikerin. Romantische Sims sind oft kokett und brauchen viel Romantik in ihrem Leben. Momentan stinkt sie aber ganz unromantisch. Deswegen darfst du gleich erst einmal duschen. So, du kannst gerade mal das hier verwenden. Anschließend auch noch ein Gericht nehmen. Und dann sind die Veggie-Burger nämlich auch weg. Was ist mit dir? Du spielst. Was macht deine Arbeit? 11 Stunden. Warum steht denn da ein Schokokuchen rum? Verwenden und dann darfst du mal aufräumen, mein Lieber. Spielen? Das ist doch ein Müllsack, oder? Will sie Müllsack spielen? Verstehe ich nicht. Schlafen soll sie außerdem. Wir hatten da schon wieder die Mülltonne umgekippt. Wer bist du? Der Gunnar. Du darfst die bitte mal aufheben. Hausaufgaben sind abgeschlossen, das ist gut. Dann darfst du noch ein bisschen Schläge üben. So, was machen deine Hausaufgaben? Du hast auch abgeschlossen. Du ebenfalls. Oh, du hast gar keine auf. Fähigkeit, um Level 3 zu erreichen. Welche war denn das? Hm. Aber ich muss jetzt mal wieder einen Blick auf die Nachbarn hier werfen, die hier vorbeikommen. Ob da noch jemand Zuckerschädel hat. 2 brauchen wir nämlich noch.
Sieht nicht so aus. Na. Hältst du wohl mal an? Danke. Wer von euch ist denn hier gerade frei? Du. So. Cheap Homer. Kennenlernen. Fred Shay. So. Und dann nach Zuckerschädelfragen. Ja, die Gute ist ganz schön fit für ihr Alter. Ist eine Seniorin, glaube ich, genau. Oh. Jana stinkt auch ein bisschen vor sich hin. Cleavite. Oh. Oh. Nappy Yakka Chibs. Fribs Kuberow. Gablanoosh. Yibs. Yibs. Sula Noosh. Hey, Bruce. Wieso ist sie so schlank? Okay, meine Sims-Damen sind jetzt nicht gerade die Superathleten. Vielleicht sollte ich dir öfter mal was joggen lassen. Fribs Kuberow. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen freundlicher sein. Lustige Geschichte erzählen. Umarmen. Let him moo. Ubisa stay. A creets. Wobana. Adisa. Ah. Zap. Rosla. Nagar. Ruthay. Hey. Siwa Kimba. Siwa Kimba. Pator. Yibs. Oi, bo. That's a news of Brab. Jawohl, wir haben wieder einen Zuckerschädel gekriegt. Vielen Dank. Sie hat noch 2 Tage bis zum Unterricht. Dann kann sie gerade mal in die Dusche hüpfen. Und anschließend schlafen gehen. Du hast noch 8 Stunden bis zur Arbeit. Du solltest vielleicht mal richtig schlafen. Dass das Ganze überhaupt einen Wert hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Zuckerschädel, den Jana da gekriegt hat, schon in unserer Sammlung. Hoppla. Ich bin etwas irritiert mit der Steuerung, weil die zu Planet Coaster ähnlich, aber halt nur ähnlich und nicht gleich ist. Jol. Ein Kollege von mir, der heißt auch Jol. Jeff, Kevin, Nadja, jawoll. Ach, hier oben in der Anzeige sehe ich es ja auch. Hm. War nicht ganz durchdacht. Wer bist du? Ah, oh, den kann man auch noch im Zuckerschädel fragen. Hereinbitten. Verrückten Plan vorschlagen. Über Träume reden und nach Zuckerschädel fragen. Feneyeth? Ah, and Fabi. Sneebs. Sneebs. Wieso gehst du denn wieder raus? Yenavi. ja. Manches muss ich nicht verstehen. Susu! Susu! Bimbus! Siwa Kimba? Pator! Weibo! Yambara! Jawohl, wir haben Zuckerschädel gekriegt. Aber es ist
Eigentlich kann die Niki auch mal joggen gehen. Lumbuk Myrna Waj. Joggen gehen, genau. So, jetzt schauen wir gerade mal. Howard haben wir, ja. Oh, wie sieht's mit dir aus? Hallo? Stopp! Brr. Er hier ist sauer. Stopp! Kennen wir nicht. Hat aber auch keinen Zuckerschädel. Wie sieht's bei dir aus? Ebenso. Hat es die Niki, die geht joggen, das ist okay. Da sind ganz viele. Kein Zuckerschädel. Kein Zuckerschädel. Kein Zuckerschädel. Keiner. Dann darfst du weiter joggen. Joggen hält fit. Wo ist denn unser Gunnar? Level 2, das ist der Tommy, okay. Du könntest aber eigentlich auch gerade mal ein bisschen Schläge üben. Ja, wir hatten da wieder die Dusche kaputt gemacht. Okay, du kannst hier mal auf den Topf gehen und anschließend bitte reparieren. Und danach kannst du noch was auf dem Laufband trainieren. Tommy Lee hat die Fitnessfähigkeit erworben. Danach mal lieber. Nicht du. Entschuldigung. Dich wollte ich gar nicht aufs Laufband schicken. Dich. Aber du darfst danach dann aufwischen. So. Und du darfst aufs Laufband. Schwieriges Wort. Du schläfst. Oh, tschö. Hätte sie sogar machen können. Gefährlich müde. Okay. Du darfst das denn hier auch noch wegwerfen. 8 von 9 Zuckerschädel haben wir. Das ist doch schon mal gut. Genau, du kannst dich schlafen legen. 2 Tage bis zur Arbeit. Oh ja, gut. Was sagt denn der Kühlschrank? Leer. Du darfst, der läuft jetzt, okay. Du darfst mal was kochen. Pan de Muerto. Mach mal eine Familiengröße, bitte. Sie muss doch jetzt bald zur Arbeit, oder? 4 Stunden, ja. Er ebenfalls.
Sie will was trinken, okay. Ja, sieht alles grün aus. Passt. Diana hat Hunger, okay. Oh, die Niki hatte noch gar nicht gekocht. Hoppla. Ich dachte. Ah doch, Entschuldigung. Sie hat tatsächlich noch nicht gekocht gehabt. Das erstaunt mich jetzt. Ich dachte, ich hätte sie schon mal kochen lassen. War aber ein Versehen. Du hast Hunger. Du darfst dann auch mal was kochen. Du darfst dir einen feinen Obstsalat machen. So. Du bist müde, dann darfst du dich hinlegen. Er hat noch 3 Stunden bis zur Arbeit, dann kann er das gerade noch reparieren. Hoppla, falsche Richtung. Und anschließend ein Happen essen. Oh, die können wir auch nach Zuckerschädel fragen. Tratschen. Nach Zuckerschädel fragen. Gemerisch Brihe. Akruz. Panibe Betona. No me. Monika Schwarz. Kenne ich nicht. Jose Quizak. Jibs. Die hat aber keinen Zuckerschädel. Du? Was ist mit dir? Halt. Bleibst du wohl stehen? Danke. Okay. Finia Payfim. Skumpa. Batanabi. Ubite? Beringo. Oh, die muss bald auf den Topf. Was sagt die aber? 2 Stunden? Gelnablash? Bool. Aber erst brauchen wir den Zuckerschädel. Kennenlernen. Lustige Geschichte erzählen. Venorba KBC Bow. Ha, Floopy. Close it. Oh, and Fora. Tina. Oh, Sapoma. Siwa Kimba. Pator. Napa Wava. Ubisa Stay. Akritz. Wieso kann sie jetzt nicht mehr fragen? Schade. Toilette sollte sie besser hier oben gehen. Anschließend darfst du das noch wegwerfen. Ich wollte mich nicht der vorstellen. Ich ich
muss nur gerade mal gucken, wie das zuckerschädelmäßig aussieht. Nein, das hatte ich nicht vor. Und wenn ich das Spiel da nicht stoppe, dann laufen die mir immer alle weg. Ist hier noch einer? Nein. Okay, dann kann ich wieder auf Start gehen. Tu das auf. Oh, du musst zur Arbeit. Sie auch. Dann darfst du das hier wegwerfen. Sie pennt noch. Oh, die hat Kohldampf. Dann darf sie sich was kochen. Und zwar ein Camper-Eintopf. Du schläfst, du könntest aber hier gerade mal das essen. Du pennst auch, das ist auch okay. Ach, der isst gerade was, ja. So, wenn Diana dann gegessen hat, dann darf sie auch ein bisschen joggen gehen. Damit sie ihr Figürchen behält. Oh. Dann geh doch. Spino? Ja, Fruz. Ja, aufräumen ist sehr nett, danke. Oh, war das alles? Ah, dann nimm gerade davon noch eine Portion. So, du dürftest ja eigentlich mal dein Bild verkaufen. 329. Danach kannst du eigentlich gleich nochmal eins malen, ne? Mathematisches Tier. Mach mal ein Pop-Art-Gemälde. Wie ist denn eigentlich die Qualität? Ausgezeichnet. Sehr gut. So, dann warte ich noch kurz, bis sie gegessen hat. Dann kann ich sie nämlich joggen schicken. Ich will ja schon, dass sie noch auf isst. Verspielt. Narvel Shabu. Was machst du mit das? Du könntest noch mal eine Runde trainieren. So, einmal bitte aufräumen und dann joggen gehen. So, während derweil sie joggen geht, sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier unsere Familien Krabs und Lee durch den Alltag begleiten und auf der Suche natürlich nach den Zuckerschädeln sind. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.